ihr euch daran, wo ihr als allererstes in Fortnite Battle Royale gelandet seid? Ich erinnere mich dran. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Fortnite Battle Royale. Alles ist neu, aber auch dennoch ist alles so alt. Es fühlt sich an wie nach Hause kommen von einer langen Reise. 2018, beziehungsweise vielleicht auch 2019, mussten wir uns von der Map verabschieden, aus Kapitel 1. Aber nun ist sie zurück in Fortnite OG. Das ist sie, die alte Map, Leute, die ganzen legendären Orte, wie zum Beispiel Pleasant Park, Ludlay, Tilted Towers, Greasy Groove, Shifty Shifts, Salty Springs, Dusty Depot, Tomato Temple, Risky Reach, Wailing Woods, Lonely Lodge, Perilous Ponds, Fatal Fields, Lucky Landing, Flush Factory, Shroby Shores, Haunted Hit, unsere Geisterstadt und Jan Junction sind wieder zurück in Fortnite Battle Royale, genauso wie Lazy Links. Und wir spielen jetzt hier. Ich habe schon gespielt. Ich bin jetzt ungefähr Level 14. Ich habe schon ganz viel gespielt. Ich werde jeden Tag spielen. Einen ganzen Monat geht das hier nur, leider. Also kein langes Vergnügen, ein kurzes Vergnügen, ein kurzes so Rückschauen. Wir haben auch einen Battle Pass bekommen, aber dieser heißt OG Pass und ist tatsächlich gar nicht so lang. Den gucken wir uns in der nächsten Folge an. Jetzt wollen wir erstmal hier ein bisschen auf der alten Map spielen. Ich freue mich so, Leute. Und wo ich das erste Mal hier gelandet bin, ich habe auch aufgenommen, aber ich habe die Aufnahmen wieder gelöscht. Weil ich erst gar nichts dazu machen wollte. Also ich wollte erst Videos machen, dann wollte ich aber sie doch nicht machen. Und jetzt mache ich sie doch wieder. Und ich weiß noch nicht, wie lange dieses Video online bleiben wird, weil meine Videos sind jetzt zeitlich begrenzt. Einfach weil ich den YouTube-Server jetzt nicht vollmüllen möchte. Deswegen sage ich, okay, das Video ist am 1.24. zum Beispiel wieder weg, ne? Ich habe ja auch alle alten Fortnite-Videos gelöscht, außer die legendären Videos, die habe ich online gelassen. Den Rest, alles gelöscht, um den YouTube-Server frei zu machen. Von 1200 Videos sind jetzt nur noch irgendwie 100 Videos übrig. Also nicht viel. Aber jetzt kommt auch wieder endlich neuer Content, Leute. Fortnite, es ist so viel passiert. Es gibt auch noch positive Themen zu reden, aber auch negative. Und wo ich das erste Mal hier rüber gelaufen bin, und da, ich bin genau da auch gelandet, wo ich das erste Mal gelandet bin, bei diesem Hotel, bin ich das allererste Mal 2018 im Fortnite gelandet. Das weiß ich noch, da war ich nämlich noch mit zwei Kumpels von mir. Und dann haben wir das Hotel da und dann war noch neu, ich konnte die Steuerung noch gar nicht und so. Ich wusste gar noch nicht mal, wie man baut und so. Das war richtig geil. Und ich bin da auch wieder beim ersten Mal gelandet. Wow. Und ich habe wirklich fast geheult, Alter. Weil das so schön ist. Das ist wirklich meine Lieblingsmap. Allein, wenn wir uns hier schon umgucken, hier diese Bäume hier. Das geht ja noch. Aber es gibt auch Bäume, die haben mega fette Spalten, wie die da vorne. Ey, das ist so geil, diese alte, wirklich alte, uralte Map zu sehen. Ich liebe es. Ich hoffe, es bleibt, aber es wird nicht bleiben. Am 3. Dezember ist auch schon wieder Schluss, am 3. November gestartet, am 3. Dezember ist auch schon wieder zu Ende. Normalerweise geht eine Season ja 3 Monate, aber diese leider nur 1 Monat, weil es so ein kleines Zwischending ist. Und wir starten auch groß wieder rein am 3. Dezember mit einer brandneuen Kapitel und damit auch einer brandneuen Map, die wir noch gar nicht kennen. Hoffentlich wird sie gut, aber ich habe schon geleakte Bilder gesehen und da war ich jetzt noch nicht so begeistert von. Es ist für mich aktuellen Stand ein kleines Downgrade. Darüber möchten wir aber nicht reden. Wir wollen hier reden, wie großartig das ist, so wie toll und bla bla bla. Allein wenn wir hier diese Lama-Statue schon sehen. Hier auch den klassischen alten Griff-Skin habe ich rausgekramt aus dem Spind, Leute. Zur Feier des Tages. Erstmal einen eliminieren und dann den anderen eliminieren. Ich brauche dringend Munition. Habe ich. Gut. Da vorne war der andere. Wir haben auch einen Taschenriss zum Porten. Ah, der scheint geflüchtet zu sein. Sehen wir ihn noch? Nee, dann. Aber ich hoffe, man hört mich. Weil ich habe ein neues Audio-Design. Das Ingame ist jetzt doppelt so laut. 50% sind es jetzt. Statt 25%. Boah, ey, diese Ort, ne? Was haben wir hier erlebt, Alter?
Ich weiß noch, mit diesen Einsatzleiter-Skin, wir haben da hier Polizeigeschichten ohne Ende gemacht. Willst du mucken oder was? So, noch mal eben ein bisschen Muni gegönnt. So, der kommt nämlich jetzt. Da vorne ist er. Ich habe meine ganzen Missionen und so, habe ich alle schon durchgespielt. Also hier seht ihr das. Und hier auch. Also ich muss jetzt wirklich warten, 2 Tage noch, bis neue kommen. Ich bin so süchtig, Leute. Also ich spiele wirklich richtig viel. Ich habe heute schon 1 Stunde gespielt. Jetzt spiele ich wieder. Ich habe auch gestern auch locker 1 Stunde gespielt. Und davor habe ich auch bestimmt am Release-Tag auch 1 Stunde gespielt. Also ich spiele wirklich immer 1 Stunde. Was mir einfach so viel Spaß macht gerade. Und vor allem, ich habe auch wieder volle Runden. Sonst denke ich mir so nach einer halben Runde, ja, kann es eigentlich auch abbrechen, die Runde. Hier ist jemand. Oh! Shaka Blast! Oh, Alter, ey. Holy moly, ey, caramba. Aber auch den haben wir. Wir sind auf jeden Fall schon viel besser als in Fortnite Part 1. Damals, 2018, by the way. Ja, ich freue mich, ey. Wirklich, Leute. Ich weiß noch nicht, was wir heute alles machen. Vielleicht gucken wir uns auch den Battle Pass an. Machen wir auch gleich noch. Komm, Battle Pass hau ich auch noch rein, Leute. Heute sind wir in Gönner-Modus. Also bleibt dran für den Battle Pass. Den OG-Pass, by the way. Wir sind hier in Fortnite OG. Wir sind die wahren OGs. Ich bin auch schon seit Season 4 war das da. Ne, bei Season 3 habe ich angefangen. Habe aber dann noch nichts gekauft. War ich so ein Gelegenheitsspieler. Hab vielleicht einmal im Monat Fortnite gespielt oder so. Aber seit Season 5 spiele ich wirklich regelmäßig Fortnite. Und das jetzt bis hierhin. Und ja, die letzten 2, also auf jeden Fall Kapitel 4, habe ich sehr wenig gespielt, muss ich zugeben. Da habe ich vielleicht im Monat 5-6 Mal gespielt. Ich habe immer den Battle Pass durchgespielt, das habe ich immer geschafft. Aber es ist ja auch kein Hexenwerk jetzt, wenn du am letzten Spieltag, sage ich jetzt mal, die ganzen Missionen hast und dann auch noch dieses Paket da, wo du diese 25 Stufen bekommst im Battle Pass und dann auch noch so ein Auftragspaket mit einem Skin dabei, wo du auch noch mal über 28 Stufen kriegst. Also das wird dann echt schnell durchgespielt. Und nun stehen wir hier und freuen uns. Ich kann es echt wirklich gar nicht abwarten, was noch alles dieses Season passieren wird. Es wird noch so viel passieren, Leute. Und bis jetzt hat auch Epic Games im Shop jeden Tag einen neuen Skin reingebracht. Wo steht Fortnite OG unten? Also ein brandneuen Skin, den wir vorher noch nicht hatten. Ich bin gespannt, ob sie das bis zum Ende durchziehen werden, jeden Tag etwas Neues uns im Shop zu präsentieren. Denn im Shop sind tatsächlich nur maximal 12 Gegenstände zu kaufen. Jetzt sogar noch weniger. Also früher war es wirklich über hunderte Gegenstände zu kaufen. Der Shop wurde gefühlt immer größer und immer mehr wurde angeboten. Hier noch ein Paket, da noch ein Paket, da noch die ganzen Marvel Skins alleine rein und dann noch Star Wars oben drauf. Ey, boah. Und jetzt wirklich so wenig und jeden Tag was Neues. Also, boah. Es ist OG, Leute. Es ist wie damals. Die Map soll sich wohl auch jede Woche ändern. Leider. Obwohl, eigentlich ganz gut, denn Polarpi kommt wieder rein. Ich freue mich schon. Mein Lieblingswort, by the way, aus der alten Map. Polar Peak und natürlich werden wir da auch zusammen hingehen, ist ja wohl ganz klar, ne? Da werde ich euch sofort mitnehmen. Gleich noch den Battle Pass. Im nächsten Part regen wir uns dann auf über die Leaks, denn die Leaks über diese Season, die haben mich extrem gestört und es war noch nie so schlimm, glaube ich, wie bei dieser Season. Und da vorne haben wir einen Loot Lama. Und jetzt kann man es auch endlich wieder sagen, denn dieses scheiß Drecksvieh, das bewegt sich nicht mehr. Ihr seht es, ich kann nachkommen. Es ist wirklich wie früher. Normalerweise würde der jetzt durch die Gegend hüpfen, aber es bleibt endlich wieder stehen. So muss es doch sein. So ist es das feine alte Loot-Lama. So, da werde ich hier beschossen. Kein Problem. Ich sammle den Taschenriss auf und nutze ihn auch sofort, um zu flüchten in Kreis Mitte rein. Wir werden natürlich fleißig weiter beballert. Da kommt auch schon eine Vorratskiste runter. Also ihr seht, es ist eine Menge los hier in Fortnite OG. Eine Menge. Und da sehe ich auch schon den nächsten Spieler. Tiere gibt es selbstverständlich auch nicht. Also keine Velociraptoren, keine Schweine, keine Hühner. Gott sei Dank. Das ist echt wirklich Fortnite Basic, wie man es kennt. Aber ihr seht es schon, man kann auch schnell rennen.
Und man kann auch diese, also das Movement ist trotzdem gut. Obwohl man bei Lut Lake ist man wie früher sehr, sehr langsam unterwegs. Da kann man auch nicht rennen. Das ist neu, das Season. Hier kann man sich auch einen Dialog anhören von Dr. Sloan. Hier haben wir das legendäre Marshmallow-Konzert erlebt. Wisst ihr das noch? Boah, mega geil. Habe ich sogar, glaube ich, gestreamt. Oder habe ich das so genossen? Ich weiß es gar nicht mehr. War auf jeden Fall geil. War das allererste Konzert. Werde ich nie wieder vergessen. Wie man sieht, ich erinnere mich immer noch dran. Jetzt gehen wir Richtung Glut Lake. Ich weiß, alles ist noch wie damals auswendig. Ey, es ist so wild. Ich habe auch die ganze Map schon aufgedeckt. Ich war schon an jedem Ort. Eigentlich voll dumm, dass ich die Videos gelöscht habe, weil ich war mit euch an jedem Ort. Aber, naja, egal. Dann endlich auch wieder YouTube-Content. Lange gab es keine Videos von mir. Aber nun bin ich zurück. Und wer mich auch mal hören möchte, so zwischendurch. Ich streame regelmäßig auf Twitch live. Da könnt ihr regelmäßig Live-Content sehen. Only live selbstverständlich. Also nur live. Keine Wiederholung. Also wenn ihr was verpasst, dann habt ihr was verpasst. Das ist das Twitch-Konzept bei mir. Dafür baue ich auch Twitch auf wie so eine Art Fernsehsender, ist das für mich. Also Live-Fernsehen. Ich habe in meinem Kanal im Twitch noch nicht so viel Arbeit reingestellt. Ich kenne mich da auch kaum aus. Ich heiße da @AndreLP1 mit der 1 am Ende. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir kostenlos folgt. Und auch mal live dabei seid. Denn da wird definitiv mehr. Da habe ich jetzt auch die letzten Wochen nicht viel, aber auch ab und zu mal gestreamt. Also wenn ihr ein Update haben wollt oder mehrere Update-Möglichkeiten auf Twitch. Ja, wie geht's mir? Mir geht's ganz gut. Ich habe viel unternommen. Ich gehe jetzt auch am Sonntag wieder zu Werder Bremen. Da war ich auch die letzten Heimspiele auch am Start. Alle letzten Heimspiele eigentlich. Und ja, viel zu tun eigentlich so und wenig gespielt. Jetzt mit der Fortnite OG Season wieder ein bisschen mehr am Game. Aber sonst relativ wenig gespielt, von daher hatte ich auch nicht so viel zu zeigen und allgemein Videos aufzunehmen, hatte ich auch nicht so Lust zu. Aber nun, Leute, nun geht's wieder los zum Ende des Jahres hin. Und jetzt gucken wir uns noch einmal den OG an. Vorweg den Item Shop, ihr seht wirklich, wir haben nur diese eine Seite hier und das ist nur Stranger Things heute. Mehr könnt ihr nicht kaufen. Tragt unbedingt einen Creator Code ein. Ich habe hier Hey Stanny, auch wenn ich ein bisschen sauer auf ihn bin. Weil er hat wirklich auch eine Menge geleakt. Also wirklich. Ist es neu übrigens. Damals war ja auch ein Stranger Things. Eine Kooperation. Auch tatsächlich in Kapitel 1, wie man hier sieht. Und jetzt ist die richtige Schauspielerin, Millie Bobby Brown heißt sie, glaube ich, auch im Spiel drin. Aber das ist noch viel wichtiger. Wir haben halt den OG Pass, die erste Seite, habe ich schon freigespielt. Die zweite Seite ist hier. Die erste Seite meine ich, die kriegt ihr dann sofort. Wenn ihr nach der Reihe spielt. Also wirklich cooler Skin. Ein Ritter muss sein. So. Das ist richtig geil, Alter. Erst war ich von diesem Skin richtig enttäuscht, wo ich ihn geleakt gesehen habe. Aber jetzt finde ich ihn richtig geil. Ich will ihn auf jeden Fall haben. Deswegen hole ich mir ihn jetzt einfach. So. Habe ich ihn jetzt auch in meinen Spind. Wird auch gleich geherzt. Natürlich ist ja ganz klar. Erdbeere-Style. Da gibt es auch noch so eine Matcha-Version. Das ist der geile Gleiter, den habe ich auch ausgerüstet, nur halt in den Standardfarben. Da hat er ja eine Brille auf, lol. Ja, natürlich darf Lux und die Meerdören auch nicht fehlen. Alter, dann kommt das Spiel so laut vor, ne? Ich hoffe, man hört mich. Ey, das sieht schon, das ist Lux und Renegade Raider als Kombi. Richtig cool. Allgemein sind die viele Skins ja kombiniert hier. Eigentlich alle. Auch in Shop, die Vorgänger war. Gestern war eine Mischung aus Wildcard und niemand anders. Und davor war eine Mischung aus Kuschelbeauftragter und Raven im Shop.
Und das ist auch der letzte Stream schon. Eine Mischung aus Omega und Ragnarök. Also sieht, es ist tatsächlich nicht viel. Level 48, 46 müsst ihr sein, um alles freizuschalten zu können. 7 Seiten. Sehr wenig, aber es ist okay. Für einen Monat ist es okay. Das ist übrigens eine Mischung aus den Eiswaffe-Skin und Charlie. Und der erste Skin ist halt ein Ritter und was da noch drin ist, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Dann gibt es auch noch Bonusbelohnungen, also noch mehr Stufen quasi. Richtig geil, oder? Ey, ich feiere diesen Style richtig. Und in 10 Tagen gibt es nochmal 3 weitere Inhalte obendrauf. Ob es eine ganze Seite wird, obwohl, warte mal, da steht 15 von Dings und da steht 7 Belohnungen. Ah ne, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Das sind wahrscheinlich dann einfach Bonusfarben für die Skins oder so. Ja, den Ritter könnt ihr natürlich auch customisieren. Und ja, Leute, das sind dann noch die Missionen. Da kommen jetzt, wie gesagt, ein paar rein. Hier gibt es auch noch dann, da müsst ihr einfach nur die wöchentlichen Missionen abschließen, ganz einfach. Täglich ist immer noch wie früher. Und Meilensteine gibt es auch noch. Und das ist im groben Fortnite OG. Wir haben übrigens auch neue Battle Pass Preise. Alles ist 1 Euro teurer geworden. Zumindest bei den 100 V-Bucks, das weiß ich. Hier sind sogar gleich 10 Euro teurer geworden. Bei den 3500, glaube ich. Bisschen teurer. Aber naja. Ja, und das ist, wie gesagt, Fortnite OG. Und es ist der absolute Wahnsinn. Ey, das ist eine Überraschung. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass Epic Games das macht. Und ich habe mich sehr gefreut auf diese Season. Leider wurde im Vorfeld alles geleakt. Das hat mich so gestört. Also diesmal war es wirklich extrem, was die Leaks angeht. Das hat so genervt, ey. Alles wurde geleakt, bis ins kleinste Detail, ey. Ja, zu guter Letzt können wir uns noch einmal den Trailer angucken, den es zum Beginn gab. Fortnite OG! OG steht für Original. Ja, da haben wir auch schon mal einen kleinen Einblick bekommen, was wir noch erwarten werden. Flugzeuge kommen noch rein. Polarpi kommt noch rein, das Eisgebiet, wie gesagt. Also es wird noch eine Menge diesen Monat passieren. Was der Itemshop noch mit sich bringt, ich bin sehr gespannt, Leute. In 5 Stunden ist auch dieser Skin wieder raus und was Neues kommt rein. Das haben sie extra auf Twitter bestätigt, dass der Skin noch 24 Stunden drin sein wird. Also, absolute Weltklasse, Leute. In dem Sinne verabschiede ich mich, haut rein, ich bin raus, euer André, over and out, ciao. PlayStation.